Und damit wieder herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Es ist ja schon eine Weile her, seitdem wir uns hier ein letztes Spiel angeschaut haben. Und heute werfen wir mal einen Blick auf Tides of Despair, einem klassischen Survival-Titel, wo wir ein Schiffbrüchiger sind, ja, der auf einer Insel gelandet ist. Diesen Titel könnt ihr aktuell auf Steam kaufen, kostet knapp unter 15 Euro. Grafikstil könnt ihr im Hintergrund schon sehen, so ein bisschen Comic-like. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, freue mich einfach mal wieder euch auch ein Spiel hier zeigen zu können, auch wenn es hier natürlich kein AAA-Titel ist. Und würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ja, Survival-Titel sind ja quasi Spiele, die wir hier nicht ganz so oft zu sehen bekommen auf meinem Kanal, aber ich bin halt auf diesen Titel gestoßen und habe mir gedacht, ja, können wir uns einfach mal anschauen. So. Und da sind wir auch schon erstmal auf der Insel gelandet. So, da oben haben wir die Main Island in 20 Metern. Wir sollen erstmal hier Steine und Stöcker finden. Ich muss überhaupt erstmal schauen. Okay, mit F heben wir auf. Habe jetzt noch nicht in die Tastenbelegung reingeschaut. Ja, Grafikstil, wie schon eingangs erwähnt, so ein bisschen Comic-like, was ich jetzt gar nicht so schlimm finde. Ja. Man muss ja nun nicht immer so eine high-polished Graphic sein. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Titel auch auf der Mobile-Sektion gibt. Quasi auf dem Handy oder Tablet. Kann ich euch gar nichts dazu sagen aktuell. Wir werden jetzt einfach mal so die ersten paar Minuten spielen, dass ihr mal so einen kleinen Eindruck von dem Spiel bekommt. Wir werden mal so die ersten Aufgaben erledigen, was ich immer ganz schön finde, auch in Survival-Titeln. Wenn man eben mal so ein paar Aufgaben an die Hand bekommt und nicht ganz so planlos umherlaufen muss oder umherläuft. Ganz nett auch die Hilfe hier, dass man die Stöcke und sowas ja schon mal sieht, farblich hervorgehoben. Man kann, glaube ich, dann auch noch hier, wenn wir da hinten so ein paar Inseln, auf jeden Fall sich ein Boot auch bauen oder so ein Floß bauen, wie auch immer. Und ja, dann wahrscheinlich dahin düsen. Ich nehme jetzt noch ein bisschen was mit. Schaden kann es nicht. Wir haben erstmal schon die erste Aufgabe erledigt. Aber so, jetzt sind wir auf dem Felsen hier oben. Nehmen wir das noch mit. So, ich würde sagen, hier lassen wir uns erstmal nieder. Hier haben wir ein bisschen Wasser, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Öffne mal das Baumenü mit der Taste B. So, Lagerfeuer. Bauen Sie ein Lagerfeuer. B, um das Baumenü zu öffnen. Dann schauen wir mal. Platzierbar. Hier können wir schon mal die Vehikel sehen, also das Raft, was wir dann schon mal bauen können. Ein Lagerfeuer. Das positionieren wir einfach mal da. Drücken F für Bild. Wunderbar. So, da haben wir schon mal das Lagerfeuer. Gebaut. Natürlich müssen wir auch das dann immer so ein bisschen entzünden. Jetzt habe ich das wohl. Feuer machen. Okay. Ich dachte, man muss das immer noch da reinziehen. Zündung fehlgeschlagen. Okay. Ah, es gibt also eine Chance zu entzünden. 35%. Lach mich weg. Jetzt. Eieiei. Ob der mal die Höhle noch ankriegt.
die ganzen Stöcker weg. Okay, na gut. Ich war doch schlimm. So, jetzt schauen wir mal, was wir vielleicht noch alles bauen können. Eine Aufbewahrungskiste ist, denke ich, gar nicht so verkehrt. Und ein Zelt. Dafür brauchen wir natürlich die Palmen und irgendwelche Stricke, die wir erst abbauen müssen. Hier brauchen wir Nägel. Haben wir auch noch nicht. Eine Fackel. Basis-Workbench. So, jetzt frage ich mich erstmal, wo kann man Äxte und sowas bauen? Stelle ein Steinmesser her. Wo haben wir hier ein Steinmesser? Bei Elektrizität bestimmt nicht. Bei Vehicles bestimmt auch nicht. Bei Gebäude auch nicht. Stehende Fackel, Hauttrockner, Aufbewahrungskiste, Amboss, Ofen, Workbench. Tja. Stelle ein Messer her. Ja, ist gar nicht so schlecht, ne? Wie soll ich ein Messer herstellen, wenn mir dazu die passenden Utensilien fehlen? Ich gehe jetzt mal noch ein bisschen sammeln hier. Habe ich es vielleicht auch einfach übersehen? Naja, wir werden es gleich wissen, denke ich. Heb doch auf den Stock, Mensch. Kann man hier irgendwas abbauen? Nein. Mal kurz in die Tastenbelegung reinschauen. So, Jump Hamburg. Crouch brauchen wir nicht. Inventar, Interaction ist F, das haben wir. Okay. Building Menü. Dodge. Nein, okay. Fortsetzen. Ja, also ich kann jetzt natürlich hier noch nichts abbauen, logischerweise, weil dazu fehlt mir dann, denke ich mal, die Axt. Die Frage ist jetzt, wie kann ich ein Messer herstellen, ne? Brauchen wir vielleicht noch ein paar Steine? Hab ich den jetzt aufgehoben? Nee. Dieses Anvisieren, ja. Kann man den aufheben? Bleibe ruhig. Atme. Ah, klar, dass mein Leben verloren, ja. Ich will den Krebs eigentlich aufheben, die Krabbe. Und gehe ja bald noch drauf. Unmöglich. So ein Steinmesser brauchen wir auf jeden Fall Stein. Das ist, denke ich, schon mal nicht so verkehrt. Und sicherlich auch ein Holzgriff. Da haben wir schon mal ein bisschen was. Stöckchen hier, Pilze da. Ich weiß gar nicht, ob man hier noch irgendwie Punkte verteilen kann oder ob man hier im Level aufsteigt oder wie auch immer, um neue Rezepte zu lernen, oder ob man dafür einfach dann nur die entsprechenden Sachen bauen muss vorher. Teilschrott. Take it. So, ihr werdet natürlich wahrscheinlich im Hintergrund wieder mein lästiges Tastaturgeklackere hören. Anhand dessen könnt ihr sehen, dass ich schwer am Arbeiten bin. So, jetzt gucken wir nochmal hin. Das kann doch nicht sein. Baumenü nochmal aufmachen. Pflanzenbeet, Hauttrockner. Aufbewahrungskiste. Workbench. Jetzt bauen wir einfach mal die Workbench hier hin. Was ist da aus? Die stellen wir mal schön in den Schatten. Kann man noch drehen. Ja, fehlt mir natürlich das passende Zeug, ja. Okay, machen wir das Baumenü nochmal auf. Ich habe nur eine Fackel, ich sehe ja kein Messer. Bin ich jetzt bescheuert?
Ein Bett, Lagerfeuer, Ofen, Amboss. Mixer. Wie gesagt, Elektrizität ist halt Käse, ne? Also entweder sehe ich es jetzt einfach nicht oder ich bin jetzt schon völlig bescheuert. Ah. Das Lagerfeuer brennt schon mal. Leute, ernsthaft jetzt. Werkzeug. Oh, da ist es. Materialien, Seil. Dafür brauchen wir das Fibergelumpe. Okay. Sammle Fasern. Benutze das das Steinmesser. Alles klar. Equip. Das ist ja umständlich, ne? Jetzt. Darf ich jetzt irgendwas bekommen, ja? Jetzt. Das ist aber kein Fiber, was ich hier bekomme, ne? Keine Fasern. Ah, alles klar. Ja, ne, habe ich mich wieder angestellt, wie der erste Mensch hier, wie immer. Die meisten von euch werden sicherlich schon kennen, dass ich mich immer mal ein bisschen rasslig anstelle. Sag mir den Scheiß auf, Junge. Nichts liegen lassen hier. 7 von 10. Ja, also erstmal noch relativ gechillt ja die ganze Geschichte, ne? Frage ist halt, gibt es hier Gegner? Muss ich hier noch kämpfen oder nicht? Ich weiß es nicht. Das werden wir dann sicherlich im späteren Spielverlauf dann irgendwann mitbekommen. Baue einen Unterschlupf. Geht schon wieder los, ne? Unterschlupf. Zelt vielleicht. Ah, das stellen wir. Wir brauchen noch Seil. Ja. Baue den Unterschlupf, um das Spiel zu retten. Also wahrscheinlich als Respawn-Punkt setzen, ne? Alles klar. Ja, dann kommen wir doch schon mal voran, ja, ne? Zelt steht, Lagerfeuer steht. Wollen wir das wieder ausmachen können, ja? Aber wir lassen es einfach brennen. Baue einen Holzspeer. Falsche Taste. Ja, wir machen jetzt erstmal straight hier die ganze Geschichte. So wie sie halt da steht. Um erstmal überhaupt reinzukommen hier ins Game.
Ich mag immer mal ganz gern solche Spiele spielen, einfach aus dem Grund, ja, weil es halt so ein bisschen alles entschleunigt ist, ne? So in der heutigen Zeit geht es immer nur um Tempo, 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 schneller, höher, höher, schneller, weiter, so rum. Da finde ich es immer ganz schön, mal so einen Survival-Titel zu spielen, wo wir einfach, ja, so ein bisschen... ein bisschen chillig daher spielen können. Wir gucken gleich mal, ob wir noch so einen Kollegen finden. Ja, da war doch irgendwo noch was, ne? Auch mal vielleicht ganz interessant zu wissen, ob es hier Tag-Nacht-Wechsel gibt. Beleuchtung ist, also Beleuchtung gefällt mir schon ganz gut irgendwie, ne? Sieht ganz schick aus. Naja, gut. Gehen wir erstmal schnell zurück zum Zelt. Und machen uns mal schnell etwas zu essen. Warte mal. Use the campfire to cook food. Alles klar, wir schmeißen mal noch Pilze mit rein. Können wir die nicht mit reinschmeißen? So, jetzt müssen wir kurz warten. Ja, es führt gleich alle, ne? Und wenn ich Glück habe, habe ich natürlich das Essen noch nicht fertig. Das wäre natürlich das Highlight. Komm, 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 komm. So, wir müssen natürlich logischerweise essen und trinken. Klar. Achso, wir haben noch gar keinen Behälter zum Füllen. Stelle eine Steinaxt her, Holzscheide sammeln, stelle ein Seil her. Alles klar, ja. Steinaxt. Brauchen wir wieder Seil. Equip. Oh ja, also es wird auch Nacht, wie man sehen kann. Sehr, sehr schön. Eieiei. Das sieht doch mal richtig nice aus hier, ne? Gleich mal einen Screenshot von machen. Ja, der schleppt das einfach mal locker so weg, ist kein Ding. Das macht der. Wir krabbeln jetzt einfach mal alles an. Baue eine Werkbank. Die hat man vorhin schon mal. Ah, warte mal, stopp. Habe ich doch schon stehen. Ich brauche noch Seil. Kann ich da nicht, brauche ich wieder das andere. Das Messerchen. Oh, das ist jetzt eigentlich das Richtige. Weiß es gar nicht. Ja, also Anfang war natürlich wieder mal ein bisschen schwierig heute, wie immer. Habe ich mich wieder angestellt. Wie gesagt, wie der erste Mensch hier. Aber ich gelobe Besserung, ne?
Mal so ganz nebenbei bemerkt, könnt ihr mir schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr so vom ersten Eindruck her haltet von dem Titel. Wie gesagt, kein AAA-Titel, ja, das immer mit bedenken. Aber ich denke, ein Spiel, das sicherlich Spaß machen kann hier, auch vielleicht auf Dauer, nicht ganz so teuer. Von daher denke ich, kann man sich sicherlich mal anschauen. Und wenn ihr natürlich Bock habt, ne, auch ja, weiteren Folgen sehen zu wollen von diesem Spiel, dann gern mal in die Kommentare schreiben. Auch da würde ich mich natürlich riesig freuen. Ey, da hinten ist ein Schiff. Hallo. Ja, Schiffbrüchiger an Land. Jetzt bauen wir mal schnell das Raft hier. Das schmeiße ich jetzt einfach mal hier hin. Jetzt mal gucken. Ja, fein. Stelle eine Spitzhacke her. Die alles haben wollen, ne? Brauche ich wieder Seil. Some islands may contain special minerals. Ja genau, also das, was ich eigentlich auch schon vorhin mal erwähnt habe oder hatte, dass es natürlich auch noch Inseln hier gibt, die man bereisen kann, ne, mit dem Floß. Und da ist es wohl so, dass diese Inseln dann ja spezielle Materialien haben können, aber nicht müssen, die wir dann natürlich abbauen können, abbauen müssen, um dann halt wieder entsprechend hier weiterzukommen. Wir werden das Ganze jetzt natürlich erstmal so machen, dass wir uns noch ein bisschen Materials hier aufsammeln, bis es dann wieder hell ist. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal mit dem Floß vielleicht zu einer anderen, neuen Insel. Kriege ich nicht kaputt oder was? Unkaputtbar. Ja, und das heben wir uns dann einfach mal für die nächste Folge auf im Prinzip. Und ich bin trotzdem schon mal gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren. Ich denke, das Spiel wird sicherlich jetzt nicht ganz so ankommen, ja, wie logischerweise halt vielleicht ein etwas größerer Titel oder schöner aussehender Titel. Aber es ist einfach mal eine gute Alternative. Und sicherlich auch für viele noch recht unbekannt. Und das ist auch immer so ein bisschen mein Ziel, euch mal Spiele so ein bisschen fernab des Mainstreams zu zeigen. Ja, denn auch kleine Titel haben schon so ihre Daseinsberechtigung. Und hier kann man sicherlich eine ganze Menge Zeit verbringen. Einfach mal, ja, ganz in Ruhe. Lauf nicht weg. Kleine Krabbe. Immer mit. So, wo hatte ich jetzt meinen Floß gebaut? Da. Das muss ich mir aber so ein bisschen merken, dass ich das dann auch wiederfinde. So, dann gehen wir erstmal zum Lager zurück. Ja, bevor wir jetzt die Folge gleich beenden, nochmal so der kleine Hinweis von mir für euch, ihr Lieben. Schaut bitte immer auch in die Videobeschreibung, wenn ihr meine Videos schaut. Da findet ihr nämlich nochmal ein paar relevante Links, die euch vielleicht interessieren könnten. Ich möchte mich auch wie immer hier an dieser Stelle nochmal bei dem Dominik bedanken, der mich schon seit etwas längerer Zeit durch eine YouTube-Kanalmitgliedschaft unterstützt. Dankeschön, mein lieber Dominik, dafür. Auch ihr könnt das gern machen, wenn ihr das möchtet. Ist kein Muss, aber ich freue mich natürlich über jede Unterstützung, die von euch kommt. Das wisst ihr. Und dazu findet ihr passend auch einen Link nochmal in der Videobeschreibung. Nicht nur zu anderen Spielen oder zu meinen Social-Kanälen, die es noch gibt, sondern eben auch so ein kleiner Spendenlink. Oder wie gesagt, wenn ihr möchtet, über eine sogenannte YouTube-Kanalmitgliedschaft. Auch da könnt ihr mich unterstützen und ich würde mich da, wie gesagt, riesig drüber freuen. Und jetzt freue ich mich vor allem, ja, vielleicht über einen Daumen nach oben für dieses Video hier.
Und bin schon mal auf eure Meinungen in den Kommentaren gespannt. Seid ihr Fans von Survival-Titeln oder ist das halt nicht so euer Ding? Könnt ihr gerne mal reinschreiben und auch natürlich, was ihr hier von diesem Spiel haltet. Und ich sage jetzt erstmal wieder Dankeschön, dass ihr hier auch wieder reingeschaut habt. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.